Pistolenschießstand. Das war wohl nichts. Ein Satz mit X. Anderen Weg finden. Baut anscheinend einer sich Cannabis an. Mut zur Lücke und ab auf den Schießstand. Servus Leute, wir sind heute wieder unterwegs. Und zwar auf einer kleinen Lost Place Mission. Wir werden uns heute einen Schießplatz anschauen von den Amerikanern. Bei uns waren die Amerikaner hier in der Region stationiert. Und vor etlichen Jahren sind sie abgezogen. Und die haben uns einen Schießplatz hinterlassen. Sehen auch schon, ich zeige es euch mal. Drehen wir uns mal. Da hinten seht ihr dann schon, da sind sogar noch die Nummern dran. Wir laufen mal etwas näher und schauen uns das Ganze an. Hier standen mal früher, boah, bestimmt vor 6-7 Jahren noch Gebäude hier überall. Die sind alle weg, haben die abgerissen. Wer weiß, vielleicht hat sich da der ein oder andere eingelebt oder, sag ich mal, Obdachlose Unterschlupf gesucht. Aber der Schießplatz an sich ist noch voll intakt. Was heißt voll intakt? Der wächst natürlich jetzt zu über die Jahre, wo die jetzt nicht mehr hier sind, die Amerikaner. Aber ihr seht, die Nummern 2, 3, erkennt man noch, 4, 5, 6. Das sind diese Schießbahnen anscheinend. Wir schauen mal, ob man ein bisschen was sieht. Ist schon ein gutes Stück, wo die schießen mussten. Also da ganz hinten so. Man erkennt es kaum auf der Kamera. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir einen Eingang finden. Aber hier. Okay. Hier anscheinend hat das Schloss versagt. Hier muss ein kleiner morscher Stock herhalten. Ich habe gesehen, da hinten ist das Tor offen. Dann würde ich sagen, diesen Eingang hier, da ist nämlich offen. Kein Schloss dran. Dann wollte ich euch jetzt hier den Platz noch zeigen. Hier war der Platz. Und dann standen hier vorne direkt die Gebäude. Wie gesagt, ist leider alles schon weg jetzt. Hätte ich mal früher angefangen mit YouTube sowas zu machen. Aber wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das Ganze an. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt auch nicht direkt den Weg hier. Bleiben einfach mal auf dem Weg. Und schauen uns den kleinen Schießstand an. So, da ist auch schon das gute Stück. Ich zeige es euch. Das hier ist der Pistolenschießstand. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Also 3 Schießplätze für Pistole. Okay, wir gehen mal nach hinten. Der, wie ich sehe, fehlt auch der Sand schon. Es war ja alles voll mit Sand, damals auch. Ist ja klar, wir schauen mal, vielleicht sieht man den einen oder anderen Einschuss hinten an der Mauer. Schauen uns das Ganze mal an. Ja, man sieht noch ein bisschen den Sand. Ja, da hinten in der Ecke ist er noch. Gehen wir ein bisschen rein, damit die Kamera das bildlich festhalten kann. Ja, hier, ihr seht, ein bisschen Sand ist noch da. Aber da wird sich der ein oder andere schon ein Sandkübelchen mitgenommen haben. So, jetzt sind wir ein gutes Stück gelaufen. Der Weg hier hinten ist relativ zugewachsen. Ich würde sagen, hier ist eine Lücke. Und dann Mut zur Lücke und ab auf den Schießstand. Gut, dass der inaktiv ist. Ansonsten wäre es gefährlich. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal drauf. Und schauen mal, was wir so Schönes sehen. Da hinten war das Ziel, was wir treffen mussten. Auch genannten guten Pappkameraden. Oh, oh, oh. Oh ja, das ist schon ein gutes Stück bis davor. Es wachsen jetzt schon wieder Bäume auf der Schießbahn. Das ist schon mächtig. Und dahinter gehen wir jetzt mal. Wie ich sehe, fehlt dort auch schon relativ viel Sand. Naja, ganz vergessen. Wir wollten ja mal schauen, ob wir Querschläger sind. Aber auch hier
leider keine Querschläger-Einschläge. Oje, sein Wort. So sieht's von Nahem aus. Schauen, was wir noch so sehen. Es sind übrigens 32 Grad. Es ist gefühlt der Sommer. Möchte kein Ende machen. Herbst mag nicht kommen. Okay. Das ist jetzt, würde ich sagen, nicht anders. Die kleine Schießbahn. Nur eine Nummer größer. Ah, da hinten sieht man noch, wie der Sand aufgestapelt war. Auch hier sehe ich keine Einschusslöcher. Ja, der Sand hat natürlich hier hinten alles abgefangen. Vorne an diesen Pfosten wäre die Wahrscheinlichkeit höher gewesen. Ich zeige euch mal den Blick jetzt hier. Vielleicht, ja, hier ist auch noch der Sand zum Teil da. Ein paar Hölzer fehlen hier schon anscheinend. Aber die Natur holt sich alles zurück. Auch hier kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Alles vollgewachsen mit Brombeeren. Wir versuchen mal, über den Hang hier hinten zu kommen, um zu gucken, ob man von der anderen Seite noch dran kommt. Da sind noch die Flutlichter sogar dran. Zwei Stück. Hier drin ist keine Beleuchtung gewesen anscheinend. Nein. Ja. Das war wohl nichts. Ein Satz mit X. Anderen Weg finden. Hier ist alles eingestürzt. Hier so unten alles weg. Wir schauen mal. Ein kleiner Salamander. Sieht ihn flitzen. Und weg ist er. Das ist echt riesig. Wir probieren unser Glück mal da oben. Hier baut anscheinend einer sich Cannabis an. Check das mal. Ist schon ein bisschen mulmig, so Cannabispflanzen zu finden. Man weiß, ob der jederzeit hier vorbeikommt, die gießt, aber ich habe den Eingang gefunden. Ich wusste doch, dass da noch was war. In der Hoffnung natürlich, dass wir da runterkommen. Schauen mal, dass wir irgendwie durchkommen. Aber anscheinend war das nur so ein Durchgang. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber wir gehen jetzt mal zusammen durch und schauen mal. Irgendeiner Bretter hingebaut. Okay. Es war doch nur ein Durchgang. Durch. Aua. Oh. Brombeeren hier. Ah. Aber hier sind frische Bretter oder irgendeiner hat sich abgebaut. Schauen wir doch auch gleich mal. Schaut. Da sind wir hochgekommen. Hier hat sich irgendeiner Bretter hingelegt. Vielleicht chillt da hinten einer, weiß man nicht. Okay, alter Spind, nee, Stromkasten würde das sein. Ah, jetzt sind wir hier in der dritten Schießscharte. Was liegt da noch? Das ist auch ein alter Stromkasten. Das ist ein Feuerlöscher, könnte das sein, ne? Wir laufen jetzt mal nach vorne und schauen, ob wir vorne noch was finden. Über den Platz hier selber bin ich noch nicht gelaufen. Ich würde sagen, wir nehmen heute den einfachen Rückweg. Wir gehen jetzt einfach da durch. Und lassen jetzt hinter uns
sehr cool. Ich habe mich spontan umentschieden. Ich möchte nochmal hinter den Schießstand gucken. Also hinten dran nochmal gehen. Gucken, ob da noch was ist. Und danach gehen wir nach vorne. Ich dachte mir nur, wenn wir schon hier sind, gucken wir uns auch alles an. Aber hier gibt es keinen Eingang. Oh, okay. Oh, okay. Nur eine Betonwand und direkt hier unten ist direkt der Zaun. Ich bin zwar kein Experte, aber ich würde sagen, dadurch, dass die anderen, also das hier hat Flutlichter. Ups, da sind Flutlichter. Das wieder nicht, das auch nicht. Und ich nehme an, weil das hier diese letzten, sag ich mal, Schussausweichhilfen, ich weiß nicht, wie man sie nennt, vor dem Ziel ist, nehme ich an, dass sie damit das Ziel einfach beleuchtet haben. Deswegen sind da oben diese Strahler dran und an denen wiederum nicht. Und immer zwischendrin, ich weiß nicht, okay. Ich kann mir vorstellen, jetzt kommt es mir, für was es ist. Hier so, seht ihr immer so Schotterwege. Jetzt, vielleicht sind das die Schießabstände. Dann haben die hier gelegen, hier auf dem Schotter werden die gelegen haben und nach hinten geschossen haben. Weil da vorne gab es das auch schon mal, diesen Schotter hier oder diesen Split. Aber hier ist wieder eine Nummerierung, weiter vorne nicht. Und ich nehme an, dass die dann hier sich aufgereiht haben und dann peng. Bei dem allerersten Abteil hier, vorne ist auch wieder der Zaun, wo wir rein sind, da ganz hinten. Hier ist auch nochmal so ein, ja, das sieht auch nach Schalt, ja, das sieht auch nach Schaltschrank, einen großen Schaltschrank aus. Und auch nochmal anscheinend ein stillgelegter Schaltschrank. Und da unten kommen die dicken Kabel raus. Eine Sicherung. Das wird eine Glasscheibe gewesen sein. Vorne dran. Wir sind jetzt im vorderen Teil. Ich habe jetzt gerade mal gesehen, hier ist natürlich alles Bauschutt. Hier ist noch alter Bordstein, da auch noch mal. Hier müssten irgendwie die Gebäude gestanden haben. Persönlich kann ich mich jetzt nicht mehr entsinnen, das ist schon wirklich sehr lang her. Hier ist noch ein Fundament, ja, hier ist noch eine alte Laterne. Ja, und hier ist auch wieder, ihr seht es im Video vielleicht ein bisschen schlecht, aber hier so ist wieder dieser schwarze Split. Ja. Ich nehme an, dass die hier von hier aus auch geschossen haben. Ja, das macht ja Sinn, in mehreren Etappen nach vorne hin Schießplätze zu machen. Ja, ich würde sagen, das war der Rundgang über den Schießplatz. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Könnt ihr natürlich abonnieren, ist ein Kann, kein Muss. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!